Die AHV ist ein Teil der ersten Säule. In der ersten Säule sind die AHV, Altershinterlassenenversicherung, die IV, Invalidenversicherung und die EO, Erwerbsersatzordnung. Wir fokussieren uns nun auf die AHV. Die AHV sichert den Lebensunterhalt der alten Leute. Zudem sichert die AHV den Lebensunterhalt der Hinterlassenen. Also das bedeutet, wenn der Mann einer Frau, der Geld verdient hat, gestorben ist. Arbeiter bekommen von ihrer Firma Lohn. 5,15% von diesem Lohn zahlen sie dann in die AHV ein. Im Vergleich zu den jungen Leuten gibt es viel zu viele alte Leute. Also können die jungen Leute die alten Leute, die in Rente sind, nicht mehr finanzieren. Das führt zu einem Problem der Armut. Hier eine Lösung zum Problem. Das Rentenalter der Frau wird dem des Mannes angeglichen. Eine andere Lösung wäre, dass die Arbeiter viel mehr für die AHV bezahlen. Wie man die AHV berechnet. Man teilt den Bruttolohn durch 100 mal den Prozentsatz der AHV, also 5,15. Das ergibt dann den Betrag, den man der AHV bezahlen muss.